Servus Leute, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jedi Survivor. Ja Leute, wir legen auch gleich los, vielleicht aber noch ein bisschen Rückblick vom letzten Mal, damit ihr auf den neuesten Stand seid. Wir haben ja den Rancor das letzte Mal getroffen, das war jetzt kein Story-Part oder so, aber wir haben ihn besiegt, geile Geschichte. Dann sind wir weiter, haben dann endlich Grease getroffen, mit dem ein paar Schwätzchen geführt, dann ein bisschen erfahren, was passiert ist, wie sich alle getrennt haben und wie Cal seinen Kampf alleine weiter aufgenommen hat. Im Keller von Grease gab es dann irgendwie eine Höhle und wir sind dann in einen ganz alten Jedi-Tempel gefallen, haben dort einen Druiden befreit, auch ein Flashback gesehen. Ja, da kommt noch bestimmt mehr. Ich bin mal gespannt, was sie uns da für eine Geschichte erzählen wollen. Ja, und jetzt wollen wir wieder zu Grease, haben unten im Keller schon einen Gyro gefunden. Weiter geht's. Wir kommen vielleicht jetzt vom Planeten weg. Gucken wir mal. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's. So, Leute. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Meine Güte. Gehen wir gleich zu Grease, oder? Macht, glaube ich, Sinn. Andererseits, vielleicht gibt es hier noch einen Shop oder so. Moment. Das sieht nämlich nach einem Shop aus. Ja, jetzt geht's auch auf, endlich. Neuer Laden verfügbar. Aha. Und hier ist eine Werkbank, die wir jetzt noch nicht machen. Aber ein Laden, hallo? Wir können auch unser Zeug vielleicht mal verkaufen. Wäre bestimmt toll für dich. Scheiße, damit können wir uns Frisuren kaufen? Oh mein Gott! Okay, Leute. Sollen wir wie John Rambo ausschauen? Was ist das? Mysteriöser Code? Oh, für 10. Vielleicht sollten wir lieber den kaufen, anstatt irgendwas anderes, hä? Scheiße, ist ja schade, oder? Musiktrack, was? Okay, nur keine Hektik. Das ist verrückt. Aber ich will jetzt das hier. Scheiß drauf. Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst. Und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem... Ach nein, oder? Schaut mal her. Das ist ein weiteres Stimpack. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Ach, wie geil. Okay, das ist unser vierter. Ich meine, das ist Gold wert. Saugeil. Da würde ich gern auch so ein Ding hier nehmen. Dann passt das auch gut zusammen. Ich finde, jetzt schaut's geil aus. Okay. Ist okay. Das ist unser neues Lichtschwert. Weiß. Weißer Ritter. Okay, cool. Okay, endlich weiter. Hat ja gedauert. Okay, jetzt können wir endlich mal zu Grease gehen. Mal sehen, was passiert. Es ist aber schon ein bisschen schade, ne? Man merkt immer wieder diese Performance-Probleme. Es ruckelt. Sogar im Leistungsmodus. Das ist echt ein Ding. Das müssen sie echt patchen. Ich bin kein Spion. Naja, komm, Cutscene, ne? Ich bin ein Freund von Cal Kestis. Ich weiß gar nicht, ob ich das so krass auffällt. Ey, das ist doch Ding, Alter. Marco Bode. Ich hab noch nie von einem Cal Kestis gehört. Hey, Grease. Ach, der Cal Kestis. Ich hab das Gyro. Du bist da. Schön, dich zu sehen. Grease Dryden? Das ist Bode Kona. Er war auf Coruscant. Das ist Marco Bode, sonst niemand. Oh, na dann. Hi, freut mich wirklich sehr. Allerdings ist es leider so, dass ich kein Bett mehr übrig habe. Moment, noch so einer? Cal, du hast die sehr schlechte Angewohnheit, Streuner aufzulesen. Ich bin ZNA4, bescheidene Dienerin des Ordens der Jedi. Oh, sie ist nicht auf dem Laufenden, ne? Sie war unterirdisch gefangen. So ein Design habe ich noch nie gesehen. Schon fast ein antiker Droide. Hast du da unten vielleicht was gefunden, das Kredits wert ist? Ha, Kredits? Ha! Cal, Sie haben mich gerettet, aber ich muss Sie um noch mehr bitten. Oh, ich wusste es. Meisterin Santari befahl mir, die Waldanlage zu öffnen, aber in meinem Zustand kann ich diese Pflicht nicht erfüllen. Bitte. Wenn ich scheitere, ist der Schlüssel nach Tenelor vielleicht für immer verloren. Moment. Sagtest du gerade Tenelor? Du hast davon gehört? Das ist eine alte Prospektorenlegende über eine verlorene Welt voller Schätze. Vielleicht die Schätze interessieren ihn. Sollten wir uns ansehen. Ja, aber erst werde ich die Mantis reparieren, bevor die Raiders sie holen. Ich werde mit dir gehen. Du reparierst und ich passe auf. Ist er so hart, wie er aussieht? Neben Seer kenne ich keinen besseren Scharfschützen. Okay. Wir schauen nach der Mantis. Und ich sehe nach, was da im Wald ist. Danke, Cal. Sobald ich wieder voll
einsatzfähig bin, komme ich zu Ihnen in die Waldanlage. Vorwärts! Moment, altes Mädchen. Während die tapferen Helden aufbrechen, könntest du doch die Schubdüsen runterfahren. Mir nach. Ich kümmere mich um deine Wartung und erzähl dir, wie es um die Galaxis bestellt ist. Oh, mein Lieber. Aha, dann wird sie up to date gebracht, während wir jetzt unsere Mission machen. Nimm die Hintertür, ja? So, ich komme auch mal wieder zurück. Die Cutscene scheint vorüber. So, Rolem. Okay. What? Ist ja krass. Das heißt, wir haben ja auch so ein Städtebild zu dem auch noch. Aha. Wie so eine Einsatz... Aha. Ja, den freigeschaltet haben wir gerade schon gesehen. Aha, für den Außenposten rekrutieren. In der gesamten Galaxis kann Cal neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung beitragen. What the shit? Ist ja interessant. Ah, ich mag das. Diese Mechanik mag ich. Es gibt das Ganze ein bisschen so Entwicklungsfaktor. Okay, ich gucke mich mal ein bisschen hier um. Jahren beschloss der oberste Kanzler. Wir können mal mit dem hier reden. Droiden dabei? Du hast sie auch gerettet, was? Ich habe ihr nur wieder auf die Beine geholfen. Und er will dafür nichts im Gegenzug. Naja, sie hat mir ihren Stimmschlüssel überlassen. Oh, ein Du. Was? Du hast einen echten gefunden? Das stimmt. Denkst du, ich könnte vielleicht. Du kannst ihn ja nicht borgen, Törgel. Okay, wir wollen jetzt nicht mit allen hier reden. Wir wollen ein bisschen vorankommen, würde ich sagen. Also raus mit uns. Ich könnte mich nochmal kurz im Ort umschauen, vielleicht. Musste er gerade laden? Hallo? Das hat ewig gedauert. Wir standen vor der Tür. Ich dachte, wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, wie schaut's denn hier aus? Aha. Da hinten ist der Stall. Wir haben auch noch kein Reittier. Vielleicht sollten wir da mal hinschauen. Er kann da nicht rüber. Was? Ach komm, Kerl. Das kann nicht sein Ernst sein. Aber anscheinend, ja, er kommt nicht rüber. Jo, Junge. Na gut, dann müssen wir wohl außen. Er kehrt zurück. Hat sie uns gemeint? Freut mich, dass du nach Kobo gekommen bist, Cal. Du arbeitest hart, nicht wahr? Und stellst dich immer schützend vor andere. Und wie kommst du darauf? Der Dreck auf deiner Hose. Ein Hauch von Adrenalin. Dein Blick sucht die Gefahr. Ist immer wachsam. Ich nenne es das Jägerauge. Um Beute zu erlegen, schulen Jäger ihre Beobachtungsgabe. Aber nur damit du es weißt. Dein freundliches Auftreten täuscht mich keine Sekunde. Wirklich? Oh ja. Du bist als Jäger ein Naturtalent und weißt das auch. Ich dachte, wir kriegen hier vielleicht mal ein Tier. Wer hat dir gezeigt, wie man jagt, Mausi? Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und stand immer in Konkurrenz mit meinen Geschwistern. Anscheinend nicht. Um Anerkennung. Also echt. Manchmal auch Essen. Okay, hier kriegt man anscheinend kein Reittier. Vielleicht ist es noch nicht so weit. Ich habe keinen Plan. Wenn ich mit dir rede, redet sie einfach nur. Ich frage mich, warum man ein Boggling nicht essen kann. Nicht, dass ich das vorhabe. Genau so. Okay, alles klar. Haben wir es mal mitgenommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn hier? Waren wir da schon mal? So wie ich das sehe, ist das hier überhaupt nicht unser Ziel. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ich da weitergehen soll. Vielleicht mal einen kurzen Abstecher, aber vielleicht kommen wir auch gleich wieder zurück. Ich wollte schon immer mal testen. Richtung umkehren, alles klar. Salz in die Hautblase, was für ein Riesenkrach. Hast du Glocken statt Füße? What the shit, wer spricht mit uns? Du oder was? Ah, wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Was zum Teufel ist das für ein Wesen? Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steph genannt. Ich bin Scuba der Fischer. In Pailoons Saloon gibt es einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Pailoons Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon. Sauger. Ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Anscheinend haben wir schon einen Bewohner gefunden. Scuba rekrutiert. Hätte jetzt gedacht. Moment, wir können ja ins Wasser, nicht wahr?
tauchen kann, Kerl. Das war ja sogar wichtig im Vorgang. Ach, da schau mal her. Hier ist eine Kiste, gar. Und was kriegen wir hier? Geduld, aha. Und wir können uns auch jederzeit wieder rausziehen. Easy. Wir haben eigentlich noch nicht viel gesehen. Ich schaue mich mal kurz um. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Speicherpunkt. Und da vorne ist das Imperium, sehe ich gerade. Werden sie es aufmachen? Ein Eindringling. Eröffnen wir das Feuer? Erschießen wir ihn? Negativ. Dieses Kraftfeld widersteht allem, was die Einheimischen zur Verfügung haben. Offensichtlich, wir können hier nichts tun, ne? Zutritt nur für autorisierte Personen. Zurück, Abschau. Ich will nur passieren. Alles, was nicht aus Durastahl ist, kann diese Elektronenwand nicht passieren. Durastahl also? Erschießen wir ihn, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Negativ. Wir haben uns. Ich bin schon auf dumme Gedanken gekommen. Kannst du keine Ausnahme machen? Riechst du das, Abschau? Du atmest imperiale Luft. Also verzieh dich, bevor ich meine Befehle vergesse und wir rausfinden, wie zäh du wirklich bist. Warum senkst du nicht dein Schild? Und du wirst den Schild senken. Ich? Harmlos. Wir müssen auf die Nette kommen. Ich bin deine Zeit nicht wert. Es ist leichter, mich durchzulassen. Du bist meine Zeit nicht wert, Abschaum. Es ist leichter, dich durchzulassen. Kommen wir rein? Sir? TK 783 an Basiszentrale. Schild herunterfahren. Was? Moment. Krass. Es hat funktioniert. Leck mich am Arsch. Hervorragend. Aha, wir können Sicherheitsdroiden und KX-Serie besser hacken und kontrollieren. Ich habe das noch gar nicht angewendet. Okay, aber wir kommen hier nicht mehr durch. Wo sind denn hier weitere Sturmtruppler, mit denen wir reden können? Voll übel eigentlich. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Unten ist noch ein Echo. Und ein Vogel, der aber nicht... Doch, er ist feindlich. Er ist feindlich. Ich hätte es nicht... Ein Vogel, der nicht fliegen kann. Was passiert hier? Hier ist ein Echo auf jeden Fall. Das wird nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Shanna. Komm schon. Okay. Den Gipfel bezwingen. Hier ist noch was. Bringen wir das zu Doma. Oh, noch ein Priorit. Geil, weil wir wollen ja noch ein paar nette Frisuren holen, nicht wahr? Die Rambo-Frisur zum Beispiel. Das wird sich irgendwann öffnen, das grüne Tor. Keine Ahnung, wann. Hier ist ja noch jemand. Was? Wer bist du? Was ist los mit dem? Und das hier können wir noch scannen, sehe ich. Frachtaufzug. Aha, aber geht noch nicht, oder? Oder können wir ihn aktivieren? Keine Liftplattform hier. Also geht noch nicht. Na egal, wir haben es probiert. Wir haben es probiert, das sollte nicht sein. Gehen wir weiter. Aha, da ist noch eine Kiste hinter der Hütte. Geglättet. Ja, das ist schon sehr etipetete. Kennen wir dich? Du bist der Neue, stimmt's? Tut mir leid, das habe ich nicht gehört. Sag das nochmal. Ich habe nichts gesagt. Eben. Oh, genau. Das muss dieses Klingeln in meinen Ohren sein. Neulich hat mir eine Rollmine fast den Schädel weggerissen. Das erklärt einiges. Neben dem Pfad zur Baggerschlucht ist ein Gebäude. Dort hat mich diese Rollmine fast erwischt. Ich wette, die bewachen was Nützliches, aber ich gehe da nicht mehr hin. Vielleicht sehen wir uns das an. Nur okay. Zu. Und sei vorsichtig. Dieses Klingeln in meinen Ohren macht mich wahnsinnig. Alter Schwede. Aber... Ich verstehe jetzt auch, warum hier so wenig los ist. Ja, weil wir eben diesen Ort zum Leben erwecken müssen. Wir haben jetzt einen Typen geholt, der kümmert sich jetzt um das Wasserbecken. Gott, also Grafikbugs sind da. Also wir sehen das hier zum Beispiel ein unentdecktes Gebiet ist. Da könnten wir mal reingucken. Hier jetzt rechts, wenn wir da lang gehen. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Was sind das? Ah, Explosives. Fang.
Das ungezähmte Tiefland. Wo sind wir eigentlich hier? Ja, das Gebiet kennen wir auch überhaupt nicht. Können wir kurz mal anschauen. Ich glaube, es hängt hier sowieso alles zusammen. Und das Spiel lebt ja auch davon, dass man sich die Sachen hier anguckt, ne? Sollte man schon tun. Was zum Teufel ist da hinten los? Was ist denn das hier, bitte? Wer ist das? Wer ist das? Auch wegen der Geräuschkulisse hier? Nein. Eigentlich nicht. Wir sind auf der Durchreise. Sammelst Geräusche? Genau, Mann. Didi ist begeistert von den Rufen dieser Gleiter. Das finde ich witzig. Weißt du, Pylon Saloon unten im Außenposten braucht dringend etwas Live-Entertainment. Vielleicht kann Haben wir jetzt schon wieder den nächsten gefunden? Didi schwört, dass ihn eine der Bestien schon schief angeschaut hat. Der könnte ja ein super Beatboxer werden, dieser kleine Didi. Wir sehen uns im Außenposten. Man sieht sich. Ha, wir haben die nächste. Den nächsten Bürger. Bürgerin. Rekrutiert. Die Betonung ist auf dem R. Rekrutiert. Secrets mache ich dann mal ja, gesondert. Wir wollen doch mal ein bisschen mehr sehen von der Welt. Und vielleicht ein bisschen ja, vorankommen. Ich meine, die Welt ist schon ganz hübsch gemacht hier. Was zum Teufel ist da vorne los? Oh. Wird er kämpfen wollen? Er wird kämpfen wollen. Shit! Okay, shit. Stimmt, bitte. Ah, ich wollte ausweichen. Kann man das nicht blocken? Okay, das kann man nicht blocken. Das war sichtbar. Oh, shit. Wir können ihn finishen. Das war's. War nicht so schwer. Was war das überhaupt? Ein Gallenschlund. Oh. Naja, wir haben sowieso mit Lichtschwert gekämpft. Da stand irgendwie, dass Machtangriffe nur begrenzt wirken. Ja. Aha, was ist das? Die Prospektoren hatten keine Chance. Shit, die wurden ja... Alter Schwede. Das ist auch ein Fleischfresser, ganz offensichtlich. Druiden. Gegen die Viecher. Vorrücken und angreifen. Die Druiden sind zu witzig. Irgendwie hatte der gar keine Chance. Der war irgendwie mit dem anderen Ding beschäftigt. Oh, ich halte ständig die Augen offen. Das sind Raider. Zwei Stück gleich. Da hinten ist ein Echo. Machen wir die Raider. Ich glaube, das ist ihre Basis hier, oder? Hast du dich verlaufen, Fremder? Oder ist sie nicht gut justiert, was? Unglaublich. Du kommst nicht durch. Die hätten wir, dann kümmern wir uns mal kurz um das Echo. Tja, also ich mag mein Lichtschwert mit dem weißen Licht und die zwei Schwerter. Das ist echt geil. Stell dich nicht so an, Leo. Zeig mal her. Mist. Leo, mein Löwe. Tut mir leid, Schatz. Nicht dein Tag. Das war Mosen. Gnadenschuss. So ist die Welt, Leo. Aber lieber begrabe ich dich hier, als zuzulassen, dass du das Abendessen von irgendjemandem wirst. Das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Ich meine, dann hätte er noch einen Nutzen gehabt, oder? Wenn er das Abendessen von jemandem wird. Oh, hier ist ein Geheimgang. Okay. Aha, und hier kann man meditieren. Ha, das sind aber alles Wege, die wir nicht brauchen, Leute.
Wir könnten uns jetzt ewig hier aufhalten. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal ein paar Fähigkeiten mit unserem Lichtschwert. Andererseits machen wir es einfach. Wir lernen das jetzt mal. Mal sehen, wie das ausschaut, was da passiert. Wow, das ist geil. Ne? Also man soll ein bisschen verzögern, dann macht der andere Combo. Schauen wir mal, ob das klappt. Also das bedeutet, wir machen zack, zack, verzögern und dann zack, zack, zack. Genau, so läuft das. Das heißt, zack, zack, kurz Pause und dann zack, 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 zack. Okay. Ja gut, hier würde es vielleicht weitergehen, aber wir machen das jetzt nicht. Wir machen jetzt wirklich mal die Story. Ihr seht jetzt mal, wie groß eigentlich diese Map ist. Und die geht ja noch weiter. Also, boah. Deswegen erkunden wir jetzt nicht alle Wege. Da werden wir nur wahnsinnig. Aha, was ist hier los? Kommen wir hier hoch? Ist das möglich, hier hochzukommen? Ja, es ist möglich. Er hat irgendwas entdeckt. Oh. Boah, wie viele Knochen. Ein Mogu-Bau. Mogu? Wo ist hier ein Mogu? Wir sehen hier kein Viech. Aber hier ist irgendwo ein Mogu. Was auch immer ein Mogu ist, wir sehen nicht. Okay, gut. Auch sinnlos gewesen. Schaut mal, hier ist eine Brücke. Ich wette mit euch, die können wir irgendwann mal reparieren. Oh, was ist denn jetzt los? Hey. So, jetzt probieren wir unser neues Kombo. Funktioniert gut. Okay. Gut. Können wir vielleicht jetzt schon irgendwas machen? Ja, können wir. Ja, es ist schäbig. Aber es ist eine Brücke zur Siedlung. So viele Geheimnisse. Oh mein Gott, da kannst du doch... Da kannst du runter. Ah, und was ist hier? Wir können hier einen Aufzug aufnehmen. Es ist unglaublich, wie viel man machen kann in dem Spiel. Man kann wirklich sehr, sehr viel machen. Hör, was haben wir jetzt gefunden? Ausrichtungskontrollzentrum. What the shit? Ich muss meine Mitte finden. Do it. Was das wohl ist, Kumpel? Gute Frage. Alle Terminals sind rot, bis auf dieses, was grün ist. Sind alle kaputt, bis auf dieses hier? Auch hier sehen wir diese Kristalle wie in diesem Jedi-Tempel. Moment, hat das was damit zu tun? Das sieht aus wie eine Ausbildungshalle für Jedis, oder? What is this? Krass. Ist aber natürlich kompletter Blödsinn, dass es hier überhaupt niemand gefunden hat. Wir sind einfach hergelaufen. Das ist natürlich schon Quatsch. Aber ich finde es dennoch irgendwie faszinierend. What is this? Frag mich, wofür das war. What? Was machen wir hier? Gar nicht mal so schlecht für eine verlassene Anlage. Wenn wir aktivieren drücken, was passiert überhaupt? Im Endeffekt passiert gar nichts. Vielleicht ist es noch nicht so weit, aber sehr eigenartig, oder? Wir kommen hier hin, alles reagiert außer... Wir können nichts tun. Es sieht cool aus, auf jeden Fall. Was es ist? Keine Ahnung. Haben wir die Tür vielleicht geöffnet? Nee. Ja gut, keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten das alles noch nicht jetzt angucken. Das sind so Open-World-Activities, die halt Sinn machen, wenn du von der Story schon so weit gekommen bist, dass du auch wirklich hier was ausrichten kannst. Nö. Warum eigentlich? Warte mal, vielleicht schaffen wir es ja auch anders. Ja, das geht. Das war irgendwie leichter, oder? Ah, Harmonie. Okay, Harmonie. Her mit der Harmonie. Okay, hier geht's jetzt endlich mal weiter.
Aha. Okay, here we go. Oh, das sind ja Kollegen. Ziel enthüllt. Das motiviert mich nur. Motiviert dich? Hör doch auf zu spinnen. Oh oh. Hey. Sehr schön. Motiviert mich. Das wäre ja totaler blöder Spruch. Du warst ja kurz vorm Krepieren, so einen Spruch noch zu drücken. Unglaublich. Moment, wo sind wir eigentlich genau? Das Tor ist weiter rechts, aber die Brücke ist natürlich hier kaputt. Wir kommen nicht rüber. Wir müssen uns anscheinend durch die Berge schlagen. Hey, was soll das? Der hat auf uns gewartet. Voll nervig. Hätten wir ihn. Ist das eine Kiste, die wir noch nicht öffnen können? Doch, können wir. Geil. Es gibt ja auch Kisten, die wir noch nicht öffnen können. Können wir eigentlich uns jetzt hier schon mal neu einkleiden? Hä? Wie schaut's aus? Ja, machen wir mal eine andere Frisur. Wir haben Fokuela, wir machen ihn in so richtigen Assi, oder? Jetzt haben wir ihn ein bisschen angepasst. Scheiße. Okay. Ja, was hat es aber gebracht, dass wir hier durch sind? Ich meine, hat ja auch nicht wirklich geholfen. Weitergekommen sind wir nicht. Also hier in dem Berg ist es wohl nicht. Ich glaube, wir müssen uns mal mit dem hier abgeben, oder? Ja, dann müssen wir es erwischen. Hat uns nicht erwischt. Ja, wenigstens trifft uns nicht mit den harten Attacken. Wir haben ihn. Was kommt jetzt denn für eine Schiff? Okay. Ich sehe, man kann hier irgendwo hoch. Aha. Perfekt. Ah, okay, hier geht's dann also weiter. Gut. Also ich hab's gesehen, ich muss es holen. Da ist was auf dieser kleinen Säule. Oh, geschafft. Ah, es ist nur so ein Klumpen wieder mal. Ja, es ist ein guter Fund, weil mit 7, glaube ich, können wir uns Rambo leisten. Tja, und wir haben schon 6, das heißt, es ist jeden... What? Was ist denn jetzt los? Wird uns da ein kleiner Gegner entgegengestellt? Sieht so aus. Was ist das? Ach, es sind mehrere Druiden. Schießen sie auch? Ich glaube, ich bin fertig. Okay, wir machen das jetzt mal. Weil es sind sehr viele, dann können wir schnell durchgehen. Ja, aber easy dann. Das war ein neuer Druide. Der wird jetzt auch gleich... abgescannt, das ist ein Nahkampfdruide. Ja, diese Waffe kam mir unbekannt vor. Aber die sind halt so schwach, ne? Das ist der Hammer. Aha, hier ist auch noch was. Ich dachte mir schon, was das... Da ist der 7. Klumpen, Leute. Jetzt können wir uns eigentlich wieder eine neue Frisur holen. Ah, da hinten ist noch eine Truhe. Ey, zu viel, ne? Unglaublich viel, oder? Was ist es? Aha. Taktische... Da ist ein Gegner. Hat sich gerade gemeldet. Diese Insekten hier. So, hier geht's endlich zum Tor. Okay. Aha, zwei Typis sogar. Okay, mal sehen, was die können. Naja, scheiße. Noch nicht sterben. Noch nicht. Unter sie ist nicht zu verhindern. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut, Leute. Ich erledige. Das glaube ich nicht, dass ich werde nicht nachgeben. Es geht los. Was? Jetzt haben wir sie. Untersuchen? Die Raiders halten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen.
Allerdings, hier liegt ein Sturmtruppler. Ja. Es geht los. Haben wir. Was ist das? Eine Waldanlage. Das ist ein ganz neues Gebiet. Shit, das schaffen wir gar nicht. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Na, dann schauen wir mal, was wir noch schaffen. Was ist denn hier Hast los? Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Wer oder was? Ist wohl blockiert. Das hier kaputt machen. Alle hier kaputt machen. Das hier muss irgendwie zerstört werden. Wenn wir das hier abschießen... Es ging durch. Okay. Ah, hier ist was. Komm schon, Kumpel. Deutlich Moos und außerdem hat BD was er gefunden. Was denn? Einige dieser Steinsäulen sind locker. Tja, das haben wir schon gesehen und auch schon genutzt. Okay, wir könnten hier weiter. Ach so, ich glaube... Moment. Und jetzt da drauf? Ja, genau. Und dann sind wir hier. Es geht also doch hier weiter. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Hier. Nicht, dass sie uns gesehen haben. Gehen wir. So, jetzt kommen wir endlich dahin, oder? Krass, gut versteckter Meditationspunkt. Wir können kurz uns ausruhen. Warum nicht? Ich hoffe für dich, dass du mit diesem Lichtschwert umgehen kannst. Ich kann, ja. Ich glaube, ich muss ihn parieren. Damit ich ihm Schaden zufüge. Oh, er sticht. Ist schwer zu erkennen. Also die mit dem Schild sind ein bisschen nerviger. Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Allerdings, und vor allem den Schildtypen, dann haben wir überhaupt kein Problem. Hoffentlich bist du bereit. So sollte man das machen, da hat man keinen Stress. Was ist hier für ein Echo? Hier wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Mhm. Und dann kam das Imperium, hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. Tja, ist immer lustig, wie über das Imperium hier gesprochen wird, so negativ. Klar, Imperium kann natürlich zu Machtmissbrauch führen. Identifiziere dich! Okay, los geht's. Frag mich, ob ich hinter sie treten kann. Oh, ich habe sein Schild zerstört. Das geht also auch. Aber um meinen Gedanken noch zu Ende zu bringen, ich habe halt viele Bücher von Asimov auch gelesen und im Endeffekt... Ja, war es auch ein imperiales, ein galaktisches Imperium, meine ich. Das hängt immer von der Leitung ab, oder? Hier können wir da runter. Oh, shit. Natürlich geht er nur auf mich. Der Sturmtruppler. Okay, machen wir ihn platt. Ups. Okay, komm. Da können wir es mal nutzen, um hier ordentlich Schaden zu machen. Wir haben ihn eigentlich schon. Sehr schön. Unfähigkeitspunkt. Und nun? Aha. Daran können wir uns ja festhalten, ne? Ja. Nun?
Okay, er geht langsam wieder zurück. Wie nervig. Also müssen wir schnell sein. Halt dich fest, dankeschön. So, wohin? Das ist ja Wahnsinn. Wir springen ins Ungewisse. Es hat ja geklappt, aber wow. Zu Crees Zeiten musste man sich natürlich nicht mit dem Imperium rumschlagen. Verstehe jetzt noch nicht so ganz, wohin wir müssen. Da hoch vielleicht? Ja, ja, da hoch. Okay, alles klar. Aha, da sind sie wieder. Wen haben wir denn hier? Nur die Ruhe. Ich will keinen Ärger. Nur die Ruhe. Der ist Thor. Mutter aller Monde. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel. Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss. Ich rede einfach drauf los. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ich bin übrigens Thor. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Das Imperium wird nicht begeistert sein, wenn es dich hier draußen wie findet. Wie Kerl ausschaut mit dem Fukuhila jetzt. Ich denke, das werde ich tun. Kleine Abkürzung. What the shit? Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Ein Spionagedroiden. Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind es die Raiders? Vielleicht. Was kommt denn jetzt? Nicht wie der hier. Okay, wir haben hier einen kleinen Gegner. Der scheint mir ziemlich tough zu sein. Shit, wir haben nicht Full Heal. Das kam plötzlich. Und er ist sehr stark. Okay, wir müssen aufpassen. Na, shit, er hat's nochmal gemacht. Shit. Schnell. Lassen bitte. Wow, wow, wow. Hand verloren. What the shit? Der hat uns gekillt, die Druckwelle. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch eine kommt. Revanche. Komm her. Mal sehen, wie wir uns jetzt schlagen. Ja, warum macht er nichts? Ist der eigentlich friedlich? Der greift uns nicht mal an? Shit, wir hätten uns überraschen können. Diese Druckwelle geht in alle Richtungen. Ja, mir gleich. Das war's. So hart ist er dann doch nicht. Was ist das? Haben wir den nicht im Trailer mal gesehen? Ein Mogu. Ach, das ist ein Mogu. Wir haben doch vorhin die Höhle gesehen. Den hat man im Trailer gesehen. Wir cast das Kerl ein bisschen so... A la Hulk. Ihr wisst, was ich meine. Bisschen rumschleudert, oder? Ihr wisst, was ich meine. Hier ist was. Der Datendisk aus der Zeit der Hohen Replik. Das ist die dritte. Es gibt 60 Stück. Das ist so. Bis du alle hast. Das dauert. Shit, ich glaube. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier gefunden, Leute? Ist das nicht unsere fünfte dann schon? In dieser Folge haben wir also zwei schon gefunden. Geil. Achtung, BD. Gefällt mir. Auch Kerl in seinem Fukuhila. Geil. Saugeil, wir haben 5 jetzt. Ich meine, dieses Prinzip ist halt wirklich so wie Estus Flakons, nicht wahr? Diese Stimpaks. Genau das gleiche wie bei Dark Souls. Ist das jetzt endlich der Eingang zu... Naja, keine Ahnung, ob das der Eingang zu diesem Ding ist. Guck mal. Okay, wir sind anscheinend irgendwo endlich angekommen.
Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Weiter machen wir nicht. Die Zeit ist eigentlich so gut wie rum und die Folgen sollen ja nicht zu lang werden. Ja, Leute. Schauen wir mal, was wir das nächste Mal in dieser Anlage entdecken. Also, bis zum nächsten Mal. Peace out, Leute.